Servus, liebe FCH-Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk mit Tim. Mich habt ihr schon etwas länger nicht mehr vor der Kamera gesehen, genauer gesagt seit dem Trainingslager in Weiler. Mein letzter Gast war Frank Schmidt, und heute haben wir einen anderen Gast, und das hat einen besonders schönen Grund, denn der FCH unterstützt die Deutschen Aktionstage für Nachhaltigkeit, und unseren heutigen Gast, das kann ich garantieren, habt ihr bei Talk mit Tim noch nicht gesehen. Sie ist eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die es geschafft hat in den Vorstand eines der 36 Profi-Clubs in Deutschland. In dem Sinne sage ich herzlich willkommen, Petra Sagels. Ja, hallo. Peti, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich habe es gerade eben schon gesagt, du sitzt bei uns im Vorstand, und das kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, dafür muss man schon ein bisschen länger auch arbeiten, und so war das ja bei dir auch der Fall. Erzähl mir doch bitte und auch unseren Fans vielleicht mal, wie hat es bei dir überhaupt angefangen, wie bist du zum FCH gekommen und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, angefangen hat es mit einer Aushilfstätigkeit an einem Spieltag noch zu Oberliga-Zeiten. Da habe ich begonnen, für die damals eben kleine Gruppierung an Sponsoren und Unterstützern ein bisschen Kaffee auszuschenken. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin geblieben. Am Ende hat sich dann nach 5 Jahren eine Festanstellung daraus entwickelt, und ich habe viel hier miterlebt und mitgestalten dürfen. Und ja, ich liebe meinen Job sehr. Ich denke, es ist außergewöhnlich, so einen Verein über so eine lange Zeit begleiten zu dürfen, auch in der Entwicklung. Und ja, man wächst dann mit seinen Aufgaben, und jeder, der fleißig ist, weiß das, dass sich das in der Regel dann am Ende irgendwie auch auszahlt und man sich dann auch weiterentwickeln kann. Kontinuität ist da, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Den gab es ja auch beim FCA, wobei, naja, so richtig kontinuierlich kann man das nicht nennen, weil angefangen haben wir ja im Amateurbereich. Genau. Und dann sind wir hochgegangen, bis jetzt in die zweite Liga. Wie nimmt man so eine Entwicklung wahr, wenn man bei einem Verein anfängt, ein ganz normaler Fußballverein, und auf einmal spielst du in der zweiten Liga? Genau, auf einmal ist es nicht so. Und es wird ja auch gern so berichtet über den FCH, dass das alles so ganz easy und ganz einfach war. Ich denke, viele, die schon lang dabei sind, wissen das, dass auch Schweiß, Blut und Tränen dazu gehört haben und manche durchgearbeitete Nacht. Aber wir haben es mit ganz viel Unterstützung von außen, Stadt, viele Sponsoren, Fans, Partner, Mitglieder, haben uns auf dem Weg begleitet, und ja, es kommt einfach auch ganz viel zurück. Deswegen hat sich es auch immer gelohnt, und wir haben uns immer weiterentwickelt in der Konstellation auch mit Holger Sandwald und Frank Schmidt und vielen, vielen anderen Wegbegleitern. Das macht einfach Spaß und Freude, dabei zu sein. Du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast ja mit einem relativ kleinen Job in Anführungsstrichen angefangen und dich dann hochgearbeitet. Nun waren damals sicherlich noch nicht so viele Mitarbeiter beim FCH, wie es heute ist. Für jemanden, der jetzt beim FC Heidenheim anfängt zu arbeiten, ist das auch noch möglich, in den Vorstand zum Beispiel zu kommen? Also aktuell sind wir 3 Vorstände. Ich denke, dabei bleibt es jetzt vorerst mal. Aber ja, jeder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommt eine echte Chance hier geboten, sich einzubringen, ja, sich auch weiterzuentwickeln. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu fordern, aber auch zu fördern. Wir leben auch eine, finde ich, gute Fehlerkultur, und die passieren dem Vorstand genauso wie einem ganz normalen Mitarbeiter. Und man sieht es auch in unseren Führungskräften. In der zweiten Führungsebene sind nahezu alle irgendwie mal ehrenamtlich oder als Praktikant bei uns gestartet, haben sich hier einfach weiterentwickelt. Und so versuchen wir das auch mit allen unseren Mitarbeitern, dass wir denen immer wieder auch eine neue Herausforderung bieten. Und was für Möglichkeiten bietet der FCH seinen Mitarbeitern, sich weiterzuentwickeln? Ganz, also jetzt speziell zum Beispiel in meinem Bereich, verschiedene Schulungsmöglichkeiten, die wir in Anspruch nehmen, um einfach auch mehr Know-how und mehr Wissen aufzubauen, aber eben auch intern über interne Förderung und auch Ansporn, einfach mal selber neu was auszuprobieren und sich Wissen anzueignen, Projekte übertragen und dann mal machen lassen und immer nur mal wieder mit draufschauen. Und ich denke, ja, das klappt ganz wunderbar, weil man das auch an unseren Mitarbeitern sieht, die einfach immer weiter wachsen. Nur mal ein kleines Insight für euch. Bei uns gibt es tatsächlich auch sowas wie eine Betriebsfußballgruppe zum Beispiel. Da kicke ich selber auch mit. Nicht so erfolgreich, aber es geht ja um den Spaß. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, ja, um die Mitarbeiter vielleicht auch näher zusammenrücken zu lassen, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist ganz toll, dass man durch eine Riege junger Mitarbeiter jetzt wieder Betriebssport in Form von Fußball, aber auch in Form von Yoga zum Beispiel anbieten. Aber nicht nur das. Wir haben jetzt zum Beispiel aus dem CSR-Projekt ein gemeinsames Mittagessen, so eine Art Resteessen, bevor die Sachen einfach nur entsorgt werden. Wärmen wir sie quasi am nächsten Tag nochmal auf und man hat ein tolles Miteinander dann auch mit Leuten, die vielleicht am ganz anderen Ende vom Stadion ihren Arbeitsplatz haben und auch vieles mehr. Also wir versuchen, wenn es der Spielplan zulässt, eine tolle Weihnachtsfeier zu machen. Wir treffen uns mal nach dem Spiel am Kiosk nur auf eine Bratwurst. Wir fahren mal auch gemeinsam zum Auswärtsspiel. Das ist jetzt mit Corona natürlich alles irgendwo im Moment etwas eingeschlafen und nicht mehr so möglich. Aber auch in der Zeit sind wir ganz eng zusammengewachsen, weil jeder auch dem anderen hilft. Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, du bist tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die es im Vorstand geschafft haben, in einem Profifußballverein. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du da bist, wo du bist, weil du eine Frau bist, weil es eine Frauenquote beim FCH gibt oder so. Gott sei Dank. Du hast ja einfach gute Arbeit geleistet. Glaubst du, das kann man unter den normalen Mitarbeitern auch so sehen? Gleichberechtigung ist da doch hundertprozentig da, oder? Ganz sicher. Also das Thema Frauenquote war bei uns nie ein Thema, weil sich das einfach von selber ergeben hat. Wir sind eine ganz große Reihe Mädels und auch sehr qualifizierte Frauen bei uns im Verein, die bei uns einen super Job machen. Wir stellen sicherlich niemanden ein, weil er Frau oder Mann ist, sondern einfach nur, weil er zu uns passt, weil er aus vielleicht der Region kommt und weil er einfach einen guten Job macht, eine gute Ausbildung hat und den FCH im Herzen bringt. Das heißt, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, egal wo er herkommt, was für ein Geschlecht er hat. Das ist eigentlich eine super Sache. Und jetzt wollen wir mal auf das nächste Thema schauen. Zum FC Heidenheim gehören natürlich nicht nur die Festangestellten, sondern auch etliche ehrenamtliche Helfer. Wie haben die denn die Möglichkeit, sich auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten vielleicht beim FCH ja, einzugliedern? Ja, das ist im Moment so ein bisschen unser Wermutstropfen. Wir haben wirklich viele Ehrenamtliche, die uns auch gerade am Spieltag rund um die Zweitligaspiele in der Feudarena unterstützen, die aktuell eben aufgrund der Corona-Pandemie nicht dabei sein können, weil dieses engmaschige Arbeitsschutzpapier das einfach eben im Moment nicht möglich macht. Wir hoffen ja jetzt, dass wir mehr Zuschauer zulassen können und dann auch wieder die Ehrenamtlichen dabei haben können. Außerhalb der Spieltage versuchen wir, die einfach dahingehend mit einzubinden, dass wir immer wieder irgendwelche Aktionen bieten, sei es im Sommer mal ein Grillen zum Kickoff oder eine Fahrt zu einem Auswärtsspiel oder wenn wir eine Weihnachtsfeier für Mitarbeiter machen, dann gilt es für alle Mitarbeiter, egal ob jetzt festangestellt oder ehrenamtlich. Wir versuchen, die einfach gut mit einzubinden und auch was zurückzugeben für das, was sie einfach für uns tun. Und jetzt hast du schon unglaublich viele Sachen angesprochen, auf die man sich als Mitarbeiter, als Ehrenamtler freuen kann, wenn Corona vielleicht irgendwann mal vorbei ist, also in der Zukunft. Schauen wir doch mal ganz kurz in die Zukunft. Was für Wünsche hast du? Was wäre dein Traum? Was darf im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren passieren? Ja, ich hoffe einfach, dass wir als Mannschaft, hinter der Mannschaft weiter so einen guten gemeinsamen Weg gehen, dass wir weiter wachsen können, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiter einen guten Weg gehen und unsere Projekte und Visionen und Träume irgendwann umsetzen können. Ja, das wäre, glaube ich, eine echt schöne Geschichte. In dem Sinne, glaube ich, können wir den Talk schon fast fröhlich beenden. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und es gilt natürlich das Gleiche wie immer. Lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, was von euch zu hören. In dem Sinne sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Tim, macht's gut.